Ja, heute ist das erste Testing von das Ding da, ne? Ein paar Monate von unserem Leben. Was machen wir heute? Testen. Das wievielte Mal? Das erste Mal. Bist du hyped? Total. Ich habe gerade erzählt, dass wir in genau 4 Monaten Kängurus von der Straße kratzen. Das bedeutet, dass wir Erster sind. Wenn wir keine Kängurus wegkratzen müssen, heißt das, wir haben keine Chance auf den Sieg. Was war für eine Theorie? Das erste Testing könnten wir das so machen. Und dann überlegen wir erstmal weiter, wie wir es machen. Nach dem Ausfedern beim Einfedern setzt die Suppenschüssel auf den Wheelcovern auf. Und das soll natürlich nicht. Vor allem, weil da eine unfassbare Spannung entsteht. Und wir öffnen jetzt einfach erstmal leicht die Wheelcover die ganze Zeit. Dadurch ist da ein Abstand zwischen und die können sich nicht treffen. Beobachtet. Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wir fahren jetzt 2 Runden, beziehungsweise machen dann noch 10 Bremsungen jetzt von 10 auf 0. Schauen, wie nass es wird. Weil ja. Sehr cool, actually. Also im Moment war schon. Ist schon ein geiles Auto, was wir gebaut haben, Leute. Hä? Righty, tighty, lefty, loosey. Ah! Ey, es ist unmöglich. Zeig mal, wie stark männlich du. Auch wieder kaputt gemacht. Ja, wir wissen nicht, was ist. Motorbremse, irgendwas hinten blockiert. Halb so schlimm, aber war auf jeden Fall laut. Dann meinte er einmal den Druckregler aufdrehen. Dann könnte man auf das Bremspedal gucken, ob es dann dadurch aufgeht. Und dann wieder ganz zudrehen. Und
Wir befinden uns hier gerade beim Aldenhoven Testing Center in der Nähe von Aachen. Hier können wir Hochgeschwindigkeitstests mit unserem neuen Auto Covestro Æthon machen oder auch Bremstests. Hauptsächlich geht es darum, dass die Fahrer sich eben an das neue Auto gewöhnen. In 2 Wochen ist unser großes Rollout, bei dem wir unser neues Auto präsentieren. Deswegen versuchen wir bis dahin natürlich noch so viel zu testen, wie es geht. Dafür sind wir entweder auf der IKA-Teststrecke in Aachen, hier eben beim Aldenhoven Testing Center, bei Bosch in Boxberg, wo wir die Seitenwindanlage testen können, und bei unserem Partner Mercedes in Immendingen, wo wir besonders die Team-Abläufe für das Rennen in Australien probieren. Bei Höchstgeschwindigkeit, 115 km/h. Das Auto fährt sich echt. Wirklich 115, kein Problem, Wind. Geradeaus, wie ein Pfeil. Hallo. Oh, warum kannst du das so gut? Ich wusste, dass es den gab. Und zum Thema, ich vertraue nicht, dass hier... Nein, hier geht aufs Dach. Das Testing ist jetzt vorbei. Wir sehen uns in Immendingen.